Hi und herzlich willkommen hier beim Mobile Gamer Guide, dem besten Kanal, wenn es um Videospiele geht. Wir spielen wieder Last Day on Earth und ich mache jetzt mal einen Rache-Raid. Ja, ich wurde mal geradet und ja, ist nichts Großartiges geklaut worden. Hier seht ihr es gerade, die sind nicht weit reingekommen, nur die Wand ist zerstört worden, diese Steinwand hier. Und dann hat er hier einige von den Zwischengängen zerstört. Was aber gemacht wurde, ist, ich habe hier eine Opferkiste hingestellt mit einer gebrauchten Katana, gebrauchte Ausrüstung und so weiter. Und die wurde dann geplündert. Die werde ich nachher auch wieder füllen. Und ja, dann mal schauen, was wir denn da so Tolles jetzt im Rache-Raid bekommen. Ich habe schon geschaut, was für ein Spieler das ist. Habe mir dann auch schon mal ein bisschen angeschaut, was man denn da so bekommt. Nicht was man bekommt, sondern wo die Kisten sich befinden. Ich habe nur gesehen, ich brauche zumindest ein C4 und ansonsten Äxte, um dort zu raiden. Und ja, gucken wir einfach mal, was es denn so gibt. Ich mache jetzt mal eben ganz kurz hier die Wände wieder im Aufbau und dann raiden wir. Ich müsste auch, glaube ich, die Mission fertig haben, sodass ich danach direkt nochmal raiden kann. Wenn ich jetzt nicht falsch liege. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Zack. Und ey. Und da noch. Machen wir erstmal hier die Steinwand, das ist wichtiger. Und dann kommt hier wieder... Ah, verdammt, ich muss Bretter machen. Machen wir demnächst wieder Bretter. So, ich werde jetzt zum Motorrad gehen. Und dort mal ein wenig leeren. Denn ich habe da, glaube ich, noch was drin. Ne, ich habe nichts drin. Okay. Dann werden wir jetzt gehen. Meine Rüstung ist fast zerstört. Ich hoffe, dass da Rüstungsteile sind, die ich mir dann anziehen kann. Wie gesagt, was drin ist. Ich habe zwar ein Thumbnail gesehen, da sah ich, dass man ein paar Sachen bekommen kann, so wie zwei Eisenplatten waren. Also ich glaube, das ist nichts Großartiges. Hier sieht man die Fußspuren. Player 9030. Zu dem gehe ich jetzt hin und werde mal gucken, was ich denn hier so bekommen kann. Hoffentlich was Gutes. So hoffe ich es doch. So hoffe ich es doch. Basis von Player 9030 ist am Start. So. Wenn ich das jetzt noch richtig im Kopf habe, ich glaube, hier musste ich die... Hier? Oder hier? Oder hier? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, neben der Tür. Ich habe jetzt keinen Bock, das nochmal anzumachen. Ich mache mal einfach hier neben der Tür. War auf jeden Fall hier oben. Komm von den ersten Gegner da. Komm da. Ich bin nackig. Da. Die sind erledigt. Gucken wir mal, hier ist nichts drin. Jetzt sind natürlich viele Kisten hier. Wo ich nicht weiß. Kann ich... Ich habe mein Motorrad nicht leer, ne? Ist nicht leer. Ich hoffe, ich kann es trotzdem so davor stellen, dass die nicht reinkommen. Ich glaube es fast nicht. Schön wäre es natürlich. Jetzt doof, ne? Wo steigt er nochmal ab? Linke Seite oder rechte Seite? Rechte Seite. Ja, dann komm. Gucken wir einfach mal. Machen wir mal die Kiste auf. Gasmaske. Wow. Mach ich mal die auf. Nix. Hätte vielleicht doch vorher gucken sollen. Ich habe jetzt erstmal überall dreimal drauf. 1, 2, 3. Wie viel Ex habe ich dabei? Ja, reicht. 1, 2, 3.
Bin ich mal gespannt. So, meine Äxte gehen kaputt. Fangen wir mal hier an. Fest. Meine ist die Waffe gerade scheiße. Machen wir hier ein bisschen um den Wagen. So, war jetzt hier was drin? Ne, welche habe ich aufgemacht? Hier. Auch nichts. Auch nichts. Ja, scheiße. Da, einfach alles mitnehmen. Weiß nicht, ob ich jetzt alles einfach ganz schnell in den Dings packen soll. Wow. Komm mal mit, komm mal mit, komm mal mit, komm mal mit, komm mal mit. Ein bisschen laufen hier. Wir laufen mal ein bisschen im Kreis. Vielleicht ist meine Waffe aber aufgebraucht. Nämlich jetzt. Sehr schön. Ah, ich glaube, hier kann man nicht viel holen, ne? Vielleicht sollte ich doch mal gucken, in welcher Kiste was ist, bevor ich jetzt hier jetzt weiter einfach auf doof öffne. Ich habe, okay, ich habe hier da etwas. Ansonsten war hier bis jetzt nichts drin. Mach mal die Kiste auf hier. Wow. Auch nichts. Hm. Die Sache ist, wenn ich jetzt weiter öffne, kommt jetzt gleich der Typ und killt mich. Das wäre natürlich jetzt auch richtig scheiße. Deswegen gucke ich mal ganz kurz nach, wo noch was ist in diesen paar Kisten. Nun, in dem Video, was ich gesehen habe, waren so viele andere Sachen noch verteilt. Okay, ich gehe ja schon. Nee, komm, hier kriege ich nicht wirklich den großen Loot. Die Basis kann ich mal. Ich habe ein bisschen wenigstens was bekommen. Ja, allerdings jetzt eher Sachen verbraucht als das, was ich bekommen habe. Egal, es ist dadurch ja die Gefahr hochgegangen. Und wenn ich jetzt noch den zweiten Angriff starten sollte, und ich hoffe, das ist so, dann wird ja die Gefahr nochmal hochsteigen. Und dann ist natürlich die Chance groß, dass ich nochmal bestohlen werde. Deswegen lagere ich jetzt mal ganz alles ein und gucke nach, ob ich dann noch einen Raid machen kann. So, ich habe meine Sachen jetzt alle eingelagert. Ich hatte wirklich Raid-Missionen fertig, sodass ich jetzt noch raiden kann. Ich habe aber schon geguckt, was für eine Basis ich bekomme. Und ich sag mal so, ich bin gestraft worden. Also für das, was ich bei den ganzen Raid-Missionen machen musste. Ich musste Geschütztürme zerstören. Ich musste den Blähbauch in bei diesen Kiefern, bei den Kalkstein Dings hier Klippen musste ich den Blähbauch besiegen. Ich musste Set taktische Rüstung anfertigen. Das war nicht schwer. Ich musste in der Farm die drei Bullen töten. Und was war noch? Ach, noch irgendwas. Keine Ahnung. Und dafür bekomme ich diese Basis. Ohne Flachs. Diese Basis. Und das ist eine Frechheit. Ich glaube, die hatte ich sogar schon mal. Ich bin mir nicht sicher. Die kommt mir aber sehr bekannt vor. Wenn ich jetzt mal in den alten Videos gucken oder so.
ob ich die schon mal hatte. Aber das ist ja wirklich eine Frechheit. Ihr seht, es ist ein Hauch von nix hier. Wirklich nix. Und ich glaube, die hatte ich schon. Und ja, dann gehen wir hier rein. Und das ist auch schon die Basis. Das ist alles. Das hier ist alles, Leute. Alles. Ich nehme natürlich das mit, was ich gebrauchen kann. Ja, komm, nehme ich mal eben ganz kurz eben. Muss eben ganz kurz schauen, wie sieht es denn aus hier mit Gegnern. Das ist das einzig Gute, dass ich dann schon fast Dings hoch habe, aufgelevelt habe. Ich nehme mal Fressen mit. Ich nehme das mit. Ich nehme das Gold mit. Okay, dann machen wir den hier auf. Müsste nicht schon längst kommen. Dachte schon, die müssten doch schon längst kommen. Gut ist, ich kann jetzt hier aus der Entfernung eben schlagen, solange ich die Kiste abhabe. Kommt der, kommt der, kommt der. Kommt denn? Und der nächste, komm. Das ist natürlich jetzt der Vorteil, ich muss nicht wirklich nah rangehen. Auch erledigt. Hier haben wir das, nehmen wir das mit. Eigentlich kann ich alles hier mitnehmen, schon fast. Zerstöre aber auch soweit alles gehend hier. Weiß nicht, ob hier noch was drin ist. Kaputt machen, kaputt machen, kaputt machen. Einfach auch aus Frust ein bisschen. Ist ja richtig doof. Jetzt kommt mal her. Kommt, Leute. Kommt, 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 kommt. So, so ist jetzt schön. Alle hier killen. Sieht es denn aus hier? Wie viel brauche ich noch? 48. Kriege ich mit den Gegnern auf jeden Fall hin. Das ist natürlich der Vorteil. Und dann muss ich nicht durch die Gebiete jetzt gehen und dort eben Feinde killen, bis ich dann das hochgepusht habe. Ich werde das jetzt einfach mal eben in mein einiges hier in mein Dings packen. Hier muss ich natürlich auch mal reingucken. Nichts drin, okay. In meinen Chopper. Ich nehme einfach alles mit, was ich jetzt hier mitnehmen kann. So. Pack einfach rein. Obwohl, packen wir eben hier rote Coupon rein. Bin ich ein bisschen frustriert, ganz ehrlich. Jetzt habe ich mich so gefreut. Ich habe gedacht, komm, jetzt mache ich ein Video. Ich kann jetzt zweimal raiden jetzt in einem Video. Wie geil ist das denn? Und dann kriege ich das. Dann kriege ich wirklich lediglich das hier. Das ist wirklich ernüchternd. Nehmen wir hier mal Altmetall eben mit, dass ich ein 50er Stack habe. Hier ist nichts. Da war nichts mehr. Ja, kann ich nachher gucken. Machen wir erstmal das hier auf. Das ist natürlich noch schön hier. Nehmen noch die Uhren mit. Das Fleisch mit. Wasser kann ich umsonst bekommen. Dann nehmen wir mal die gelbe Farbe hier. Ich glaube, das reicht dann auch schon. Ich möchte noch irgendwas kaputt machen. Weil mir fehlen noch ein paar Punkte wenigstens. Nicht viel, aber ein bisschen. Kommt hier jemand? Keiner? Mach ich das hier noch kaputt? Kommt jetzt jemand?
So, und die wertvolle Ladung. Mehr brauche ich nicht. Sehr ernüchternd, das Ganze. Also, ihr müsst mich da wirklich aufbauen und ihr wisst, wie ihr das hinbekommt, ne? Einfach einen Daumen nach oben da lassen, Kanal abonnieren, nichts verpassen, Glocke aktivieren. Damit könnt ihr mich ein bisschen aufbauen. Ne, ist jetzt so ein bisschen schade. Ganz ehrlich. Da habe ich jetzt gehofft, dass ich jetzt mehr bekomme. Ich hatte eine geile Base, hatte ich letztens gehabt offscreen. Und da bin ich dann gestorben. Zweimal. Also einmal absichtlich, um Sachen von meinem Job abzuholen und also mitzunehmen. Und beim zweiten Mal, weil ich in so einem kleinen Gang einfach von den Gegnern eingekesselt war und feststeckte. Dumm war das noch von mir. Ich bringe jetzt mal eben ganz kurz eben nur die Bezahlung abschließen hier. Dafür eben das rein. Einmal mitnehmen und Bäre erstellen. Weiß nicht, ob drei, habe ich jetzt drei oder vier gemacht. Ich weiß es nicht. Ansonsten kriegen sie noch irgendwas da, was ich noch drin habe, eben aus meiner Beute eben in den Rachen geschoben, die Leute. Oh, reicht sogar schon einer. Komm, kriegst trotzdem die vier. Geht! Geht von dannen. Ich will euch nicht sehen. Ihr habt mich enttäuscht. Ihr habt mir so Kack-Koordinaten gegeben. War wirklich enttäuschend. Nun denn, ich werde jetzt hier wieder ein bisschen aufräumen. Und ja, ihr habt meine Basis ja schon gesehen. Ne? Diesen Stahlraum hier, den ich fertig habe. Da muss ich, wie gesagt, immer noch die Kisten endlich mal aufwerten. Dass ich hier etwas mehr Platz reinbekomme, damit ich mehr Sachen hier reinpacken kann. Dann könnte ich hier etwas mehr Platz machen vielleicht. Oder ich packe diesen Raum noch anders. Mache hier etwas mehr rein. Muss mal gucken. Irgendwie doch anders ein bisschen gestalten oder so. Obwohl, es gefällt mir eigentlich schon. An sich. Nur halt, ich kann nicht wirklich schön an Deko-Sachen. Ich kann hier in den Gängen zwischendrin, könnte ich ein paar Deko-Sachen machen. Oder so wie hier dann. Muss ich mal gucken. Irgendwie noch ein bisschen anders bauen. Da habe ich auf jeden Fall doch noch Bock zu. Zumindest anders gestalten. Ja. Das war's jetzt. Vielleicht baue ich auch hier noch so einen kleinen Raum an. Kann auch sein. Einfach mal. Wenn ich Langeweile habe, dass ich dann hier noch so anbaue. Muss ich mal schauen. So ein mit den Hundezwingern. Das wäre natürlich auch cool, dass ich dann hier so zack, 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 zack. Muss ich mal schauen, wie ich das mache. Nun denn, ich sag mal trotzdem danke fürs dabei sein. Für die zwei miserablen Raids, die ich bekommen habe. Nun denn, wir haben jetzt zwei Tage lang Angriffsgefahr, die recht hoch schon ist. Und das freut mich. Hoffe nur, dass die hier nicht dann zwei Dings Steinwände kaputt machen und mich wirklich hier ausrauben. Sondern, dass sie wieder nur zack mit Zwischenräumen kaputt machen und dann einfach nur wieder die Opferkiste plündern. Darauf hoffe ich doch. Das war's auf jeden Fall jetzt. Ich sag mal, danke fürs dabei sein. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, reingehauen und ciao, ciao.